Was habt ihr gestern gemacht? Wir sind ausgegangen und haben was getrunken. Ja. Wo wart ihr? Warte, der Laden hieß The Metro? The Metro? Ja, The Metro. Du kennst doch The Metro, Max. Du hast ja früher mal fast gewohnt. Du weißt schon, Max and The Metro. Dance Club. Ja, da kann man tanzen. Und die haben eine Bar. Ich weiß. Und habt ihr getanzt? Ne? Ja, vielleicht einen Tanz. So einen halben Tanz. So einen halben Tanz. Hey Jay, ich wusste gar nicht, dass du so leichtfüßig bist. Ja, ich bin ganz gut, hm? Gar nichts. Ja, genau, wir sind gleich nach Hause. Zu wem? Was meinst du? Ich meine, seid ihr hierher gekommen zu uns oder wart ihr in Fred Astaire's rattenverseuchtem Drecksloch? Hey! Das sieht ja toll aus. Hey! Oh mein Gott, das Knoblauchbrot ist fantastisch. Bedien dich, bitte. Danke. Und wie war Detroit, Max? Ja, Max, wie war die alte Motor City? War gut was los in der alten Motor City? Es soll reichlich Action geben in Detroit, oder nicht? Ich habe mir sagen lassen, dass die wildeste Action in Detroit Marriott abgehen soll. Habe ich recht? Das ist jetzt ein blödes Wort. Habe ich was verpasst? Nein. Was ist in Detroit passiert? Nichts ist in Detroit passiert. Das hört sich aber so an. Ist es aber nicht. Er ist betrunken, okay? Er hat in letzter Zeit eine Menge getrunken. Er hat recht. Max, ist irgendwas in Detroit passiert? Nein, gar nichts. Wieso stehe ich plötzlich auf dem Prüfstand? Was? Gott verdammt nochmal, Sam! Jay glaubt, dass du auf ihn stehst. Und, tust du's? Andrea, geh sofort auf dein Zimmer. Ja, sicher. Hey, hey! Ich will jetzt eine Antwort. Was soll denn das? Sag du's mir doch. Fühlst du dich zu ihm hingezogen? Du hast das praktisch heraufbeschworen, Max. Was? Was habe ich heraufbeschworen? Vielleicht war es sowieso unvermeidlich. Was ist unvermeidlich? Ich liebe sie. Und ich glaube, sie liebt mich. Was? Es tut mir leid, Max. Wovon redest du, Mann? Sam, ich liebe dich. Ich habe noch nie jemanden so geliebt, wie ich dich liebe. Ich habe sowas noch nie zuvor empfunden. Scheiße, du hast mich voll erwischt. Brillante Vorstellung. Bravo, Max. Bravo, Mann. Das ist kein Witz, okay? Nein, ich weiß.
weiß, Jay, ich weiß, du liebst sie und Natascha bedeutet dir gar nichts. Ja klar, Jay, komm schon. Jay, welcher Test ist der Test? Welcher Max hat sich eingebildet, dass du ihn betrügen könntest und ich sollte die Testperson. Mach weiter, mach weiter. Du hast mitgemacht? Nein, ich habe natürlich nicht mitgemacht, aber er hat nicht locker gelassen. Du wolltest einfach nicht locker lassen. Hier bei versteckte Kamera oder was ist los? Hey, hey, soll das heißen, während ich sehen wollte, ob sie dir verfällt? Hast du dich in sie verliebt? Max, ich glaube, ich war schon in sie verliebt, bevor ich euch zusammengebracht habe. Weißt du, was du da sagst? Ich fühle mich wie ein verdammtes Arschloch. Nein, ich fühle mich wie ein verdammtes Arschloch. Du schenkst mir einen Ring, sagst mir, du willst den Rest deines Lebens mit mir verbringen und dann bittest du deinen besten Freund zu versuchen, mich abzuschleppen. Und da du das wolltest, hast du wohl nicht bestanden. Jämmerlich. Und du, wenn du mich so sehr liebst, warum hast du mich dann erst mit ihm verkuppelt? Die Wahrheit? Ja. Ich schätze, auf irgendeine gestörte Weise habe ich gehofft, dass Max sich in dich verlieben würde und du ihn genauso fertig machen würdest wie Natascha mich und dass er was daraus lernt. Ich schätze, dann habe ich deinen Test auch nicht bestanden.